Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die Intro-Quest für die Dunkeleisenzwerge angucken. Und dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich die Voraussetzungen für die Dunkeleisenzwerge einmal freigespielt. Ihr müsst nämlich zwei Sachen haben und zwar müsst ihr bei der 7. Legion ehrfürchtig, also einen ehrfürchtigen Ruf erspielen und ihr müsst die War-Campaign einmal durchgespielt haben. Das ist diese Kriegskampagne und zwar ist das der Erfolg gerüstet zum Krieg und die ist aber auch rufgebunden, also sprich, ihr könnt immer nur Teile dann machen, wenn ihr quasi einen gewissen Ruf habt. Den letzten Teil könnt ihr absolvieren, wenn ihr respektvoll werdet. Ihr müsst eh für die Dunkeleisenzwerge ehrfürchtig sein, deswegen habt ihr es wahrscheinlich eh auf dem Weg zu ehrfürchtig erledigt. Genau, die beiden Sachen braucht ihr und dann müsst ihr hier nach SW und hier haben wir schon eine Quest und zwar die Schwarzfelstiefen und das werden wir uns jetzt angucken. Ich habe mir nämlich ja die anderen verbündeten Völker ja auch angeschaut und jetzt hier einmal die Dunkeleisenzwerge und hier haben wir schon die Anführerin von den Dunkeleisenzwergen und die quatschen wir jetzt mal an. Sowohl unsere Zauberkunst als auch unsere Stärke. Und jetzt müssen wir ein Szenario abschließen. Und wo können wir das Szenario beginnen? Eine gerechte Sache ist nicht bei dir, bei ihr hier. Ach hier, was können dir über die Dunkeleisenzwerge erzählen? Entfernt die schädlichen Effekte. Okay, also hier hast du die ganzen Sachen, die gucken wir uns aber dann nochmal an, wenn ich mir mein Dunkeleisenzwerg erstelle. Und hier sieht er schon ganz cool aus. Auch die Rüstung sieht ziemlich nice aus, ziemlich eckig, kantig. Macht auf jeden Fall was her mit so einem Feuerbart. Hat was. Ich werde mir auf jeden Fall einer stellen. Jetzt spielen wir erstmal das Szenario, würde ich sagen. Okay. Ah, jetzt. Es hat nur ein bisschen gebuggt. Jetzt schauen wir mal. Oh, jetzt sind wir hier in den Schwarzfelstiefen. Und was müssen wir jetzt genau machen? Eisenschmiede braucht sowohl unsere Zauberkunst als auch unsere Stärke. Okay, die ganzen Dunkeleisenzwerge sind natürlich selbstverständlich mit uns freundlich. Oh, der Schar des Zorns ist mir gerade gespawnt auf dem zweiten Count. Jetzt müssen wir hier einmal das Zeugel aufsammeln. Oh weia, wir sind ja ewig lahm. Wir sind richtig, richtig lahm. Und das legen wir hier rein. In Form bringen. Muss ich da auch mit draufhauen? Ne, das macht der hier. Also wir tun jetzt hier Azerit quasi einmal schmieden. Sieht interessant aus. Ah, und ich muss hier, muss die Typen beschützen, okay. Ich dachte mir schon, dass ich mitschmieden darf. Schade. Na gut, das geht relativ klar hier. 50 Stück haben wir schon. Die bringen ziemlich viel. Sind es irgendwie bekannte Dunkeleisenzwerge? Ich weiß nicht. Also ich kenne sie nicht. Vielleicht sind es auch Bosse. Die sehen zumindest so aus, die es in der Instanz damals gab. Aber die haben schon die neue Rüstung auf jeden Fall an. Ne? Also das ist ja nicht mehr die alte Dunkeleisenzwerg-Rüstung, sondern ein bisschen eine abgewandelte. Und das soll ja, soweit ich gehört habe, auch dann ja so ein bisschen die Base sein von den Dunkeleisenzwergen. Haben ja... Oh, das ist ein ganz großer... Wo kommen die denn eigentlich her, diese Azerit-Typen? Sonst sind hier Feuerelementare und Steinelementare und jetzt ist auf einmal diese Azerit-Elementare hier drin. Und der hat ganz schön viel Life. Und das kannst du natürlich nur mit der Allianz spielen, ne? Also, Dunkeleisenzwerge, da musst du Allianz spielen, um die 7. Legion freizuschalten, sollte klar sein. Bei den anderen war es ja so, dass du teilweise auch mit einem Alichar zum Beispiel eine Fraktion spielen konntest und dann mit der Horde die Quest 3, wie bei den Hochbergtauren, ne? Das geht natürlich hier nicht, weil das eine reine Ali-Geschichte ist. Die Magar-Orks werde ich aber dann dementsprechend auch, sobald ich den Ruf da oben habe, bei den Altgebundenen auch spielen. So... was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Erhaltet Befehle, okay. Moira heißt die. Ich habe wenig Geduld. Okay, zur Dunkeleisenstraße müssen wir gehen und sie sichern. Wo ist die Dunkeleisenstraße? Ah, die ist vor uns. Okay. Ob da auch Straßenschilder sind? Dunkeleisenstraße? Oh, was ist denn da? Die Venture Co. ist hier eingefallen. Okay, ja gut, die klopfen wir einfach mal um. Von der Dunkeleisenstraße.
Ziemlich viele Venture-Core-Typen. Oh nein, ihr seid doch jetzt nicht alles Ranges. Aber ganz ehrlich, das Tor ist zu, oder? Wie sind die denn hier reingekommen? Na gut, die haben Jetpacks, ne? Vielleicht sind sie irgendwo hier oben drüber geflogen. Aber soweit ich weiß, gibt es hier nur einen Eingang. Also dennoch eine komische Geschichte, wie auf einmal die Venture-Core hier reinkommt. Aber gut, wir kaufen die Story jetzt einfach mal, so wie sie Blizzard erzählt. Mit denen habt ihr kurzen Prozess gemacht. Wir öffnen jetzt die Tür. Passt auf euch auf. Ich das sind noch mehr. Eine Menge Feinde auf der anderen Seite. Ach, die geht ganz langsam auf. Oh, da sind Minen. Ich bin außer und jetzt müssen wir hier einen Haufen Dudes umbatschen. Okay. Verteidigt die Dunkeleisenstraße, das kriegen wir hin. Hat sich blöderweise Inka bei dem großen Mob da hinten schon gezogen. Jetzt weiß ich nicht, resetten die irgendwann? Weil das ist ja hier so ein Szenario, ne? Also wenn das wie auf in der Instanz läuft, beziehungsweise wie auch in der Insel, also Inselexpedition, dann kannst du ja den ganzen Stuff ewig mitziehen. Aber es sieht gut aus, dass zumindest sie nicht resetten. Den kann ich anscheinend reparieren. Okay. Okay, das, ne? Ein bisschen aufpassen hier. Mal ein bisschen anders machen. Anscheinend haut das alles doch relativ gut Schaden raus. Mal ein bisschen schauen, dass wir... Ah, okay, es ist ein Comment, scheiße. Okay, ich kann die Viecher hier anscheinend doch nicht ewig mitziehen. Schade aber auch. Boah, hier ist ein Haufen Azerit, was ich abbauen kann, ne? Bin schon ein bisschen geprägt, weil ich habe jetzt vorher ein paar Inseln gespielt. Muss dann noch ein paar viele Achievements gewinnen. Und wenn was Azerit leuchtet, dann, ja... Muss ich da einmal hin und abbauen. Oh, ein Video. Die hat eine ganz schön nervige Stimme. Ah, ich nehme mal ganz schwer an, dass wir sie umboxen müssen. Warum ist denn die jetzt da hinten? Ach nee, doch, okay. Ja, okay. Die ist doch hier. Sollte man die kennen? Das gleiche habe ich mir jetzt auch gedacht. Keine Ahnung, wer das ist, aber töten wir sie mal. Okay. Aber 1, irgendwas Mille dauert ein bisschen. Okay, und ich habe anscheinend einen Hardcore-Lag. Jetzt hoffen wir, dass es gleich wieder geht. Ich habe immer noch einen Hardcore-Lag. Nein, ist mein Internet jetzt schon wieder weg. Sag mir bitte nicht, dass mir jetzt meine Aufnahme gesprengt ist dadurch. Das wäre eher suboptimal. Okay, aber ein bisschen Schaden kriege ich drauf, ne? Zwischen Hardcore-Lag und... oh, meine Würfel sind geprockt. Was ist denn das? Also ich lag anscheinend richtig hart rum. Ne. Anscheinend kriege ich keine Melee-Hits mehr raus. Okay, jetzt kriege ich einen Disconnect. Oh nein, bitte, aber weh, ich muss das Szenario dann nochmal spielen. So, da sind wir wieder. Jetzt hoffen wir, dass es wieder geht. Gerade hier mit Disconnect und allem Möglichen. Aber anscheinend, also gestorben bin ich nicht. Das ist schon mal gut. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Die Gute hat mir ein bisschen viel Life. Oh, habe ich jetzt eine Bombe getriggert? Vielleicht kann ich hier so einen Typen holen, der mir hilft. Kann das sein? Passiert da irgendwas? Ja gut, okay. Der sollte ja eigentlich hier das hier angreifen, aber der hat sich das anders überlegt, weil als Tank hier einen Mob mit 1, irgendwas Mille runter zu klopfen, dauert halt einfach nur ewig, ne? That's the problem. Ich bin außer Reichweite. Ich hoffe, dass das im Stream jetzt auch wieder geht. Ich müsste jetzt fix OBS auch einmal resetten, weil das ein wenig rumgebackt hatte. Hilft der mir jetzt? Ja? Also zumindest greift er das einen kleinen Mob an. Ah, was ist das hier? Und dabei ist hier schon seit Tagen keiner mehr einen grausigen Flammentod gestorben. Okay. Eine Riesenmaschine hier abhauen. Alle zurück zum schwarzen Amboss. Wie will der da durchkommen? Ach, du musstest sie nur ein bisschen runterhitten und nicht töten, okay? Weil ich habe mir schon gedacht, es kann nur draußen benutzt werden. Okay, doke. Dann einmal zurück zur Schmiede. Das ist dumm. Ich liebe sowas immer. Du hast einen Mob mit ewig viel Life, klopfst ihn ein bisschen runter und dann hast du es geschafft. Du denkst dir halt vor, oh shit, das wird halt ewig dauern. Gut, 1, irgendwas Mille sind jetzt auch nicht mehr krass viel, ja? Aber du brauchst halt das Tank gegen Single-Target... Ziele musst du halt schon ein bisschen drauf rumklopfen. Ne? Da habe ich lieber quasi auf mehrere Mobs das verteilt. Das hast du natürlich viel, viel schneller down. So, Schadensbericht müssen wir jetzt abgeben.
Eines Tages wird mein Sohn Herrscher der Dunkeleisenzwerge. Und vielleicht auch über ganz Eisenschmiede. Wir müssen jetzt in den Riesenflöz gehen. Ach, schau mal an. Das bringt mich jetzt hier raus und ich muss jetzt in die Instanz rein. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das dann das Endgültige oder wie sieht es dann aus? Ja. Eigentlich könnte ich da auch fix NHC durchballern, oder? Das müsste jetzt egal sein. Vielleicht, warte mal. Wir können ja mal gucken. Ich kann ja auch einfach NHC anmelden. Vielleicht will ja irgendeiner mitgehen. Wir können ja mal hier schnell eine Gruppe machen, wenn irgendeiner Bock hat. Ich will da fix durchballern für die Questreihe. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich eine Instanz gehen muss, ne? Und sonst queuen wir einfach rein. Das ist jetzt auch schon spät. Da kommen wir sicher schnell in NHC auch rein. Jetzt weiß ich bloß nicht, ist das die Endquest oder kommt da noch was? Dunkeleisenzwerge hier. Nee, aber da kriegst du noch nicht das Achievement, glaube ich, ne? Aber auf jeden Fall brauchst du was vom Endboss. Besser wäre es eigentlich sogar, wenn ich in eine angefangene Dings reinkomme. Komm, wir melden uns jetzt einfach so an. Bis wir da jetzt Leute zusammen haben. Ich denke mal, da kommen wir relativ zügig in eine NHC-Gruppe rein und gut ist. So, spezifisch dann einmal Riesenflöz. Ich kann mich ja NHC und HC anmelden. Mal gucken, was schneller geht. Und dann schauen wir einfach mal. Da müssten wir ja relativ gut durchballern können. Also, glaube ich jetzt nicht, dass das ein Problem darstellt. Dann schauen wir mal, ob wir da was reisen können. Dann muss ich mal gucken, ob das dann war oder ob dann noch mehr kommt an Questreihe. Aber so ein bisschen jetzt Ding ausräumen war jetzt noch nicht so spektakulär, muss ich sagen. Aber warum müssen wir jetzt eigentlich in das Riesenflöz rein? Ach so, okay. Die haben uns was geklaut quasi. Eisenfeind müssen wir zurückholen. Das haben die uns quasi geklaut, diese bösen, bösen Goblins. So, bin ich jetzt NHC oder bin ich jetzt HC drin? Das ist die Frage. Aber 120, glaube ich, bin HC drin, oder? Ah, fuck it. Ich hätte über das Rohr drüber springen sollen. Aber die können ja hier eigentlich alle nix. Hopp dort. So, ein bisschen was zusammenpullen. Eigentlich kannst du alles skippen hier. Aber... Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Party. Oh nein, der hat halt noch eine Gruppe geaddet. Der DK. Und den Großen haben wir auch noch geaddet. Kannst halt echt alles pullen, wenn die Leute eh wirklich alles adden. Komm, den einen, den interrupten wir jetzt mal, dass er zusammenkommt. Love it. Da musst du einfach einmal ins Recount schauen, dann weißt du halt, was los ist. Einer ist eh noch AFK, okay. Wunderbar. Ich dachte mir schon, dass es so laufen wird, dass ich die Instanz quasi allein machen kann. Ich hab mir das schon fast gedacht, ja. Ganz ehrlich, ich hätte auch einfach NHC hinlaufen können, durchselfen, nur die Bosse. Obwohl, wahrscheinlich brauche ich zu lange alleine gegen die Bosse, aber wenn ich das Ding, dann wäre ich wahrscheinlich schneller hier durchgekommen. Ich muss näher ran. Glaubst du, die schaffen das, den anderen Mobs auszuweichen? Außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Wäre nur cool, wenn sie nicht mehr pullen würden. Alter, ist das euer fucking Ernst? Wie kannst du, jetzt haben sie alle beide Seiten gepullt. Oh mein Gott. Wie kannst du das machen? Der eine pullt die Seite, der andere pullt die andere Seite. Das ist wieder das typische Beispiel. Ohne manche Leute wäre man schneller durch eine Instanz durch. Der DH ist immer noch AFK. Hm.
Kann man den schon rausworten? Nee, 21 Sekunden. Du musst halt wirklich alles machen, ja? Also, ich laufe hier in der Mitte durch und es schafft wirklich einer, die Gruppe hier zu pullen, und einer schafft es, die Gruppe hier zu pullen. Ich frage mich das manche. Ich glaube, manchmal machen die Leute das echt mit Absicht, sonst kann ich mir das nicht erklären. Sonst kann ich mir das einfach nicht erklären. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir den jetzt rausvoten? AFK. Ich kann das nicht angreifen. Den interruptet auch keiner. Desorientieren. Stunnen. Ich bin außer Reichweite. Schnell, sie kommen! Hetzt mich nicht! Ich lese die Lizenzvereinbarung. Lizenzvereinbarung. Ich glaube, ich bin echt NAC drin, oder? Weil die Mobs, die machen hier echt gar nichts. Hoffe ich, dass ich noch jemanden reinkriege, der... Wie schaffen die denn das, die Mobgruppe von da hinten? Wie können die denn die pullen? Ich verstehe das nicht. Also manchmal müssen das... Die Leute machen das doch absichtlich, oder? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Wir haben jetzt eine Gruppe hier stehen lassen, ne? Das haben wir geschafft. Eine Gruppe. Eine ganze Gruppe haben wir stehen lassen. Man hat die Einladung abgelehnt. Jetzt muss ich mich langsam mal gegenheilen hier. Hey, wir haben noch einen Spieler gekriegt. Wenn der da ist, dann können wir eigentlich den Boss mit ranpullen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Irgendwie kommt mir das so vor, wie ich da alleine drauf hau auf die Gegner. Ein Hunter ist es. Schauen wir mal, ob der Hunter was reißt. Oder ob der genauso gut ist wie der Hexenmeister hier. Und der Pfeife rauchen kannst. Das halt die wieder hoch, oder? Ja, das, die erfrischende Cola halt die wieder hoch, die Mobs. Das ist ein Magic-Effekt. Kannst du den runternehmen? Nee, den kannst du nicht runternehmen. Schaukt schlecht aus. Ich bin außer Reichweite. Boah, wir sind tatsächlich jetzt eine volle Gruppe. Systeme aktiv. Beginne Verprügelung. Stromspannung erhöht. Hat er mir jetzt hier eine Slow-Falle hingelegt? Es ist ja nett von dem Hunter, aber Bosse, kannst du... Kannst du halt zu 95% die müssen die Bomben da reinschmeißen in den Boss. Jetzt machen wir mehr Damage. Erhöht. 150% machst du mehr, das ist schon nicht so verkehrt. Mit ein paar Bomben. Tötungsprotokolle autorisiert. Beschädigungen dieser Maschine. Verstoßen. Ah, shit, jetzt haben wir nur zwei drin. Den einen hat er Felgi geschmissen hier. Aber immerhin haben wir zwei Stacks, 100%. Systeme versagen. Da geht er down. Ausgabe blockiert. Was ist denn das? Ja, wir sind NHC drin. Ne, nix mit Erdschild hier. Muss es dann doch mal hier. Musst du doch mal gleich mal alle desorientieren. Und Knock. Ich heile mich jetzt mal selber hier. Kommt nämlich gefühlt irgendwie nicht so. Also, ich kriege jetzt nicht krassen Schaden. Das NHC hier, ne?
Also wenn ich mich selber hochhalte, dann geht das wesentlich zügiger voll als mit dem komischen Diszi. Aber Diszi sind halt auch irgendwie, weiß nicht, ich habe ja ein bisschen Plus schon gemerkt, dass Diszi da teilweise echt bisschen gammelig mit Heal ist. Weil die halt einen nicht richtig hochbringen, die haben auch kaum Group Heal und sowas. Also, dass das da echt sich dann immer ziemlich zieht. Der Mars 4. So, jetzt habe ich nichts mehr, um die Mars zu interrupten. Ich bin außer Reichweite. Ich kann die Na wunderbar. Gehen sie down, ziehen wir uns mal hoch. Kannst du theoretisch mit den Totems die Mobs noch rausnehmen, aber. Ihr seid in meinem Reich nicht erwünscht. Besten ziehst du einfach zusammen und batschst du weg, die Dudes. Weiß ich nicht, jetzt stehen die da draußen. Ich kann da, glaube ich, jetzt schlecht rauslaufen, sonst resettet der Boss da draußen. Nehme ich jetzt mal an. Na komm, ich lasse ihn jetzt einfach hier drin. Scheiß auf die Mobs. Ich hab, das ist die einzige, glaube ich, die ich noch nicht im Mythic Plus gelaufen bin, ne? Und das ist immer so ein Indikator dafür. Ach, ich hasse euch. Meine Fresse. Warum muss ich denn da rauslaufen? Keine Ahnung, da besteht halt keine Notwendigkeit. Das ist eine fucking NHC. Indien, sie resetten den Boss, weil sie ins Nirvana rennen. Ach. Weiß ich, will hier bloß fix durch jetzt. So viel wieder zu der Aussage eingangs. Alleine wäre ich hier wahrscheinlich schneller durchgekommen. Manchmal ist das halt echt so. Ich hab's vorher noch gesagt, ne, wenn du zu weit rausläufst, resettest du den Boss. Aber ich dachte, dass vielleicht nur der Boss resettet wird, wenn der Boss rausgeht. Aber anscheinend auch, wenn du die Adds rausziehst, ne? Auch wenn du die Adds. Na, hat's den DK. Ach komm, ich retz den gleich mal. Hier, auf geht's. Das ist zu weit entfernt. Wird das Ätno ein bisschen. Entfesselt eure So, da würde ich jetzt rausgehen. Erde wird euch verschlingen. Unten wird es jetzt gleich lustig, das sage ich euch, wenn wir da anfangen. Wenn wir da dann gleich anfangen, ein bisschen was zu pullen, das kann ich euch sagen. Das wird gleich sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich laufe einfach genau mitten durch, weil an der Seite versuchen, was zu skippen, wird hier eh nicht funktionieren. Ich bin außer Reichweite. Bin am Überlegen, wenn ich jetzt einfach. Also, du kannst dich halt echt, wenn du gut läufst, alles skippen hier, ne? Also eigentlich brauchst du zwei Gruppen machen. Oh mein Gott, ich sehe da hinten schon einen Haufen geedit. Schnell durchlaufen, dann können wir wirklich viel skippen. Ich werde jetzt einfach hier hochkommen mit allen Mann. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Jetzt alle mitkommen würden. Stille habe ich abgekriegt. Ich habe immer noch. Na, kommt doch einfach her hier. Da ist der Hunter ist hier in der Dings drin. Oh mein Gott, jetzt haben sie der Heiler zerrupft. Haben sie den Heiler zerrupft? Ach komm, ich muss Shadow melden.
Ne, jetzt killen sie mich. Ach komm. Das wäre halt easy gegangen, wenn die mit drauf gedamaged hätten. Aber der Hunter steht irgendwo in der Pampa in der Turtle rum. Das war halt nix. Sind sie jetzt eben reingedamaged. Berauschend. Berauschend. Machen wir sie einzeln, keine Ahnung. Meint der eine geht jetzt wieder? Okay, anscheinend hat der DK noch irgendwelche Probleme. Irgendwas passt bei dem nicht. Alter, der Hunter ist schon wieder verreckt. Was macht der denn? Hexe hängt auch noch irgendwo fest. Ich krieg immer so Expertengruppen, echt. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich einfach gewesen, hier durchlaufen, Retz drauf und fertig. Oh nein, ich hab schon wieder so... Ernsthaft? Was macht ihr denn? Oh nein, hier hatte ich doch schon mal so einen Behinderten in der Instanz. Habt ihr gerade den DK gesehen, wie der um die Mobs rumgelaufen ist und hat natürlich jetzt wieder eine neue Gruppe gepullt? Warum macht jemand sowas? Warum macht jemand's? Was macht der denn? Warum läuft der denn wie so ein... Schau mal, der läuft schon wieder... Ach, genau in dieser Instanz hatte ich schon mal jemanden, der grenzdebil war und genauso rumgelaufen ist. Ich glaube, irgendwer verfolgt mich und trollt mich. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Schau mal, was macht der denn? Was macht der Typ denn? Der läuft achten um die Mobs rum. Du, keine Ahnung. Es gibt Leute, die sind... Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir jetzt da nicht noch 5 Millionen Mobs pullen. Ich hab eh schon... Da kommt Mr. Hunter hier. Wir sollten jetzt bloß nicht die noch pullen. Mr. Hunter. Ja, schaut euch mal an. Ich habe mich jetzt gerade nicht selber geheilt. Ich habe genauso viel fucking Heilung wie dieser komische Heiler. Ich denke mir das schon die ganze Zeit. Da kommt halt irgendwie nichts rum, ne? Und das sind bloß die zwei Stacks, was ich mit Ding hab, was ich mich heil. Der heilt nämlich halt einfach überhaupt nichts, der Typ. Was macht er denn hier eigentlich? Mal ins Fokus nehmen. Also ich krieg's ja nicht übertrieben Schaden, das ist NHC, ne? Aber du merkst halt, wenn du so ganz langsam runtergehst und gar nichts passiert quasi. Hier Flamme hat mir gerade das Video gepostet mit dem Pala, der Dings Solo gemacht hat. Hier Vectus, ne? Mit so einem Buff-Trick und sowas. Ja, ich hab den Heiler schon ins Fokus genommen. Das ist schon mal Spanisch. Was ist denn für ein Hunter, ne? Es ist ja löblich, dass er seinen Schuss rauszieht. Aber das ist hier ein Boss, den kannst du nicht sehen. Vorher hat er auch schon. Ja, hier wieder eine Slow-Falle. Was sind denn das für Leute, ganz ehrlich? Was sind denn das für Leute? Das sind doch mittlerweile Globals, ne? Er schmeißt den Stun-Pfeil und er schmeißt die Slow-Falle auf einen Boss. Und Bosse kannst du... In WoW konntest du Bosse noch nie irgendwie CC'en oder irgendwas mit denen machen. Slowen kannst du sie nicht, CC'en kannst du sie nicht. Weiß ich nicht. Ne? Ich sage ja nichts, wenn das ein neuer Spieler ist, ne? Der angefangen hat, alles easy. Dann kannst du das nicht wissen, ne? Aber... wenn du auf 120 gespielt hast, dann muss ich doch davon ausgehen, dass du schon mal vielleicht ein oder zwei Innis drin gewesen bist und das gecheckt haben solltest. Also, ich weiß nicht.
das sowas verstört mich immer. Wenn das im Low-Level ist, weißt du, brauchen wir nicht drüber reden, ist geschenkt, ja. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Aber wenn die Leute auf Max-Level sind und dann immer noch solche Spirenzchen machen, dann fehlen mir teilweise einfach die Worte, denke ich mir so, okay, alles klar. Da fehlen mir dann teilweise einfach die Worte. Ja, normalerweise gehst du hier durch und skippst alles, aber ihr habt ja vorher schon gesehen, was das mit der Gruppe hier auf sich hat. Und, ja, hier kann ich wahrscheinlich nur nach Timbuktu laufen und alles pullen, dass wir nicht dann wieder irgendeinen Scheiß adden. Dann pull ich lieber gleich alles, als dass das einfach nur nach hinten losgeht wieder. Ja, geht auch einfach aus dem Scheißdreck raus. Und wir schmeißen Inka an und dann... Und der Hunter ist tot. Wir müssen halt die Typen interrupten hier. Wenigstens hat er released, ne? Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Mit meinem... Ja, aber schau, die Heilung irgendwie... Da passiert halt nicht viel. Da passiert halt nicht viel. Also als Druid-Tank bist du halt der Tank, der eigentlich am wenigsten Self-Heal von allen hat, ne? Also Self-Heal hast du eigentlich nicht viel, aber hier tut sich halt einfach gar nichts mit meinem Life-Balken. Schau mal den DK an. Jetzt stand da rum, hat sich ein bisschen überlegt, was soll er machen? Ist immer lustig, wenn du den Leuten so ein bisschen zuguckst. So, theoretisch könnten wir jetzt hier einfach durchlaufen, ohne irgendwas. Bigger hat weniger. Aber er hat doch... Ja gut, also ich sag mal so, wenn du diese Szene zusammenbeißen, wenn du diesen Absorb nicht als Heal zählst, dann ja. Dann ja. Ich zähl Absorb halt auch irgendwo als Heal. Weil der, sonst wäre ja die Heilung von dem Diszi auch nicht existent. Ja, aber dann kannst du ja sagen, Diszi halt nix. Ja, er absorbiert halt, ne? Also, Jetzt sind wir ja hier sogar halbwegs gut durchgekommen, ne? Der Hunter fehlt noch, ne? Der Hunter fehlt noch. Schauen wir mal, ob der Hunter da durchkommt. Aber ich habe den geraden Weg gepullt. Also, sie können eigentlich gar nicht Dings laufen. Oft ist es so, ne, wenn sie so eine kleine Kurve laufen müssen, dann laufen sie die kleine Kurve nicht, sondern laufen den direkten Weg. Deswegen habe ich jetzt schon geguckt, dass ich den direkten Weg frei gemacht habe, weil dann können sie es eigentlich gar nicht verkacken. Also im Normalfall. Im Normalfall. Ich muss näher ran. Aber jetzt haben wir es dann geschafft, das Materium. Ich kann das nicht angreifen. Wisst ihr, Trampel-Einblick? Wie viel Sachschaden ihr hier angerichtet habt? Nö, weiß ich nicht. Schreibt mir eine Rechnung. Ich hab's ja. Na komm, geht hier nicht die Tür zu? Genau da gehört er hin. Was schreibt er mir jetzt? 277er GS. Seit 5 Minuten 120 schreibt er jetzt. Und ja, und jetzt? Meint er, weil ich halt relativ zügig pull oder... Ich verstehe jetzt nicht ganz, was er mir damit sagen möchte. Zieht euch das rein! 300 Schuss pro Minute! 300 Schuss pro Minute, nicht schlecht. Da kann er nicht mithalten. Dann mit dem Boss haben wir es ja dann zum Glück geschafft, ne? Also ich bin ja einer, ja, sollte man vielleicht weggehen, der frotzelt hier mal rein, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich schreibe keine Leute an und flame die oder mach die irgendwie runter, weil davon halte ich jetzt nichts. Aber ich, für mich rege ich mich dann halt auf, ne. Das weiß ich auch nicht. Und ich hat er wieder einen Pfeil gelegt. Was macht der Typ? Also der Hunter ist, also ich weiß nicht, was besser ist. Der Diszi, der irgendwie nichts drückt. Okay, das mag vielleicht auch am Gear liegen. Der kann, Diszi kann am wenigsten für. Der komische DK, der irgendwie Achter um die Mobs rumläuft, ja, was ich sehr amüsant finde. Ja. Oder der Hunter, der bei jedem Boss Slow-Falle und Dings legt. Ne? Wenn er das beim Ding legen würde, bei dem Trash-Mobs, das wäre cool. Ja? Aber er legt es halt immer bei den Bossen, wo ich mir denke, schön, ja, aber...
bringt uns halt eigentlich gar nichts. Jetzt müssten wir bloß noch auf die Pfeiler kommen. Ja, komm mit. Ah, der Dis. Was macht er denn? Was macht er denn? Der Dis zieht. Oh, Mister, ich lauf achter Mob. Oh, zum Glück jetzt hat's der Diszi. Der Diszi scheint zumindest zu checken, was hier ab ist. Muss hier in den Pfosten rein. Habt ihr das gesehen? Und er läuft auch noch rein. Also, okay, ich habe mich jetzt festgelegt, der größte Kacknob hier in der Dings ist der DK. Der kriegt, warte, der kriegt jetzt den Mond des Versagens. Mond des Versagens. Schau mal, was der macht. Er könnte einfach stehen bleiben und auf den Boss durchtunneln. Was macht der? Er läuft links, rechts, hin, her. Und er läuft hier wieder Kreise. Habt ihr das gesehen? Schau mal, er läuft die ganze Zeit Kreise. Was macht der denn? Schaut euch das an. Was ist mit ihm verkehrt? Was ist mit ihm verkehrt? Wer spielt denn so? Er hat jetzt den Mond des Versagens bekommen. Du bist mein absolut luter Held hier, Mond des Versagens. So, wir haben unser Item. Wieder mit der absoluten Top-Expertengruppe. War mir eine Freude, mit euch gedient zu haben hier. Ich weiß nicht. Weißt du, wir sind da jetzt durchgekommen, ist ja alles kein Stress, ne? Aber warum komme ich denn immer in so Gruppen, wenn ich schnell irgendwo durch will, komme ich meistens in so Gruppen, wo du echt einen Kopf langst und drei so spezielle Leute drin sind, ja? Das ist... Also gegen den Hexer kann ich nichts sagen, der hat einfach keinen Schaden gemacht, ja? Aber die haben halt alle Logier, ne? Scheiß drauf. Da kannst du halt auch nichts sagen gegen. Aber Captain, ich lauf Achter um die Mobs rum, finde ich schon sehr amüsant. So, was müssen wir denn jetzt machen? Eisenschmiede braucht sowohl unsere Zauberkunst. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ah. Jetzt sind wir wieder zurück hier. Weiß nicht, ob ich im HC schneller durch gewesen wäre. Mit vielleicht weniger Experten. Oh, was haben wir da? Ein Panzer. Nice. Panzer, Panzer. Achso, wir sind MC drin. Ja, nice. Was haben wir jetzt hier? Oh, das ist cool. Was ist das andere, was wir haben? Warte mal, das andere. Ach, das andere ist ein Speed, okay. Ja, läuft. Wo muss ich jetzt hinfahren? Wahrscheinlich soll ich nicht in die Lava reinfahren. Ich muss zu Raggi oder was? Das fetzt. Okay, muss sagen, das ist cool. Das ist der coole Teil von der Questreihe hier. Mit so einem riesen Panzer durch MC durch. Ach, wir fahren hier an der Seite vorbei. Achso, und... Das ist an die Lava reingefahren. Du Vollidiot. Ich hab doch eben gesagt, wir sollten wahrscheinlich nicht in die Lava reinfahren. Ne? Und was macht er hier? Oh fuck, die Mobs haben wir nicht gekillt. Jetzt laufen die uns nach. Aber warte mal. Wir können doch einfach hier lang schwimmen. Es gab doch hier immer... Ah nee, das war vorne, wo du drüber konntest. Hier vorne konntest du drüber. Weißt du was? Ich mach das aber nicht, dass ich da drüber gehe. Ich weiß noch, wo ich rüber kann. Weil ich habe hier einen NPC dabei und wenn ich darüber gehe und der NPC das dann nicht packt, dann packt das hier noch und dann lasse ich das mal lieber. Mache ich lieber den Oldschool-Weg einmal außenrum. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin den noch nie außenrum gegangen, den Weg. Ich bin immer über die Lava gleich. Sau der ewig hier rum. Die Mobs hauen ganz schön rein. Die großen solltest du halt eigentlich mit dem Panzer wegmachen und ich hatte die zwar gepullt, aber nicht umgenutzt. Okay, das dauert echt ewig, da rumzulaufen. Der haut da richtig rein, ne? Da geht was, auf jeden Fall. So, einmal hier noch rum. Und dann muss ich das Ding hier holen, oder? Ach nee, ich muss ihn hier. Den Hüter muss ich umboxen. Da kommt mir immer... Oh, scheiße. Da kommt mir immer noch der Sound von dem Majordomus. Wenn er dann sagt, haltet ein, haltet ein. Und sein Gelaber dann bringt. Wer ist das? Ich muss näher ran. Sollten wir jetzt noch mal töten hier. Okay, wir sollen besiegen, dann kriegen wir unser Fragment. Ja, ganz schön viel Life. Ah, super, wieder betäubt. Müssen wir mal... Ah, schau mal, hier, das kennen wir doch noch von dem Typen aus Firelands.
kennen wir das noch. Hier die Ausweichskills. Aber es ist dann im Endeffekt schon eine relativ lange Questreihe, ne? Wenn ich das so sehe. Ich habe halt die ganze Zeit irgendwie eine High-Latenz, weil heute das Internet schon mal zwischendrin ganz weg war für eine Stunde. Auch immer schön auf einem Samstagabend, wenn du streamen willst, dann kein Internet hast. Das ist immer bitter. Aber fürs Ausweichen reicht's noch. Gerade so. Bloß schauen, weil ich mit so wenig Life jetzt in den Kampf gegangen bin, dass ich einigermaßen defensiv spiele. Das wäre, dass er mich nicht instant umnatzt. So, hier wieder. Naja, gut. Das sind so etwa die Boss-Mechanics von dem Classic-Boss-Fight, ja. Auch von dem, hier genau in MC, da waren mehr Mechanics, waren nicht quasi Auto-Hit und eine Fähigkeit. Die musstest du quasi, mit der musstest du dealen, das war's dann. Das war der Raid-Encounter. Und 95% des Raids standen einfach nur da, um auf den Boss geklopft, ohne sich jemals einmal zu bewegen. Naja, das gilt nicht für alle, aber für viele Encounter damals. Dann gibt's noch die Leute, die sagen, oh, Classic war viel schwerer, da war alles so schwer, muss man so skilled sein, alles ist jetzt so einfach. Wenn du alleine die Boss-Fähigkeiten vergleichst, dann ist da nichts dran, auf jeden Fall nicht. So, das Ding müssen wir eintüten. Ich weiß zwar nicht, wie wir diesen riesen Kern jetzt eingetütet haben, aber den hat der Bär sich in die Tasche gesteckt. Ach, den Typen haben wir jetzt gar nicht getötet. Wir haben ihn einfach nur runtergeklopft und jetzt darf er weiterleben. So, das geben wir jetzt ab. Schauen, was wir danach machen müssen, ob wir dann schon fertig sind, ob ich dann mein Achievement krieg. Die Armee des Lichts ist bereit. Regentin des Dunkeleisenclans, hütet eure Zunge. Eisenschmiede braucht sowohl unsere Zauberkunst. Oh, jetzt müssen wir wirklich nach Firelands rein. Schau mal an. Kataklysmus Fireland. Die Quest ist richtig lang, ne? Ah, das kenne ich, okay. Das kenne ich hier. Okay, Map haben wir anscheinend keine. Ah ne, wir müssen nicht da lang, sondern wir müssen hinten eine Quest abgeben. Hier wird es mir auf der Map angezeigt. Hier ist aber nichts. Stärke entspringt dem Berg. Müssen mit irgendwem quatschen, aber hier ist keiner. Tja, es ist nur der Kultist da. Brennt ein Feuer. Fließt Lava in euren Adern? Ich muss mit dem Brückentypen sprechen, aber hier ist keiner. Ich hab den Verbündeten hier. Ich folge dem. Achso, den haben wir umgeboxt, okay. Dann, ja, gut, okay. Er macht mir jetzt die Brücke auf, oder wie? Wird mir auf jeden Fall hier eine Quest angezeigt. Das ist das gleiche Brückenvideo wie damals schon. Das haben sie aber gut recycelt. Ich fand damals schon komisch, dass die Brücke irgendwie so runtersackt. Das. Okay, das ist original das Video aus Firelands damals. Ah, Blizzard hat schon drauf im Recyceln. Also Map hat man zwar leider keine, aber ja. Also müssen die Kultisten und ihre Verbündeten besiegen. Ich nehme mal an, das sind diese Feuermentare und ich nehme auch mal ganz stark an, dass wir jetzt über die Brücke laufen müssen, wenn wir sie schon runtergelassen haben. Wahrscheinlich sollte ich nicht versuchen, alles zusammenzuziehen. Boah, ich habe hier noch so ein so schlechte Erinnerungen dran, weil es hier so Mobs gab, so Druids, die dich mit angesprungen haben in ihrer Katzenform. Und das Problem war an der Stelle, dass sie, wenn du alleine warst, dass sie dich in eine Dauer-CC-Schleife bringen konnten und du quasi, ja, dann nicht mehr rausgekommen bist. Du konntest nicht rauskommen, weil du konntest dich auch nicht freisetzen, weil du in Fight warst. Die Mobs haben dich nicht getötet, weil sie zu wenig Schaden gemacht haben. Also zumindest damals, als ich dann immer die Wiederherstellungsaffinität noch drin hatte, habe ich mich gegengeheilt und ich bin aus dem Ding nicht mehr rausgekommen. Die einzige Möglichkeit war es, einen anderen Spieler in die Instanz zu bringen, der mir die Mobs weggekloppt hat, dass ich aus der Dauer-CC-Schleife rausgekommen bin. Das war richtig ätzend. Das war richtig ätzend. Ach, die spawnen hier immer mehr so kleine Viecher, ne? Jetzt sollte ich vielleicht doch mal clearen. Das bringt nichts, sonst werde ich hier langsam überrannt von diesen Feuertypen. Vor allem, die spawnen hier wie ein MC oder kleine, ne? Wenn du die großen schnell genug killst. Oh, shit.
Jetzt warte mal, desorientieren. Okay, ich kann sie nicht desorientieren. Okay, jetzt will ich halt sterben. Ich hab halt nichts mehr. Stirb! Huh! Oh, maximal Gesundheit verringert. Unschön. Geht mir weiter auf die Nerven. Und ich mache verbrannte Erde aus euch. Das ist richtig ätzend. Ihr habt richtig wenig live jetzt, ne? So, wahrscheinlich muss ich da komplett rein. Muss ich den Ragnaros besiegen oder was muss ich denn machen da drin? Ich bin außer Reichweite. Also ich krieg hier echt ganz gut aus dem Maul, ne? Also es ist nicht so easy, wie ich dachte. Bei mir sind auch Kultisten der Dunkeleisenzwerge. Ich bin doch selber ein Dunkeleisenzwerg. Oder ich bin verbündet mit den Dunkeleisenzwergen, so rum. Haben die ihre eigenen Hans Wurschen nicht unter Kontrolle? In meinem Quest stand nichts drin, oder? Ob wir jetzt da Ragnaros oder irgendwas besiegen müssen. Okay, mir spricht ein Ding. Sehe ich jetzt nichts. Müssen uns danach auf jeden Fall in dem Omboss wieder melden. So, den einen Dude machen wir nicht. Warte mal, wo ist denn mein Follower hin? Ist der jetzt weg oder was? Blade. Naja, komm, ich mach das ohne den. Keine Ahnung, ich brauch den nicht. Ich nehme jetzt eh mal ganz schwer an, dass wir. Das ist gerade. Irgendwas mit. Ach, schau, da ist er wieder. Irgendwas. Irgend so ein Raptor kam da gerade. Ist das ein Trinket, was ich habe? Oh nein. Ach, schau mal, da scheint Ragnaros wirklich drin zu sein, ne? Den Fight hatte ich damals auch ganz gern gespielt. Also den neuen Ragnaros-Fight dann hier in Firelands. Vor allem im HC-Modus, was damals hier der höchste Schwierigkeitsgrad war. War der echt ganz cool, dass er dann aufgestanden und ist rumgelaufen. Und damals konnte er auch da das Mount noch zu 100% droppen. Ich muss an den Typen stellen. Ich habe jetzt blöderweise keine Map. Ich nehme mal an, dass der da hinten drin ist. Läuft er einfach mit? Ja, wunderbar. Und die Würmer, die waren kacke. Die haben dich hier von der Plattform gekickt, wenn es blöd lief. Ja, muss es echt gucken. Ah, schau mal, da laufen wir jetzt einfach durch hier. Keine Ahnung, die brauche ich nämlich nicht. Grimmstein. War das nicht einer? Der sieht zumindest so aus wie damals einer aus der Instanz, ne? Ja, warte mal, das war nicht hier. Wie hieß denn das? Das. Ach, hier. Nee, der sah bloß so ähnlich. Der sieht bloß so ähnlich aus. Hatte ich mich geirrt. Grimmstein heißt hier keiner von den Bossen. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wollte die Feuerlords kontrollieren, okay. Ich nehme mal an, dass hier Ragnaros rauskommen wird, ne, hat. Dann wird's uns wahrscheinlich nicht gut ergehen. Da siehst du ja hier schon die Spitzen rausragen. Diese Taurissan, man gibt ja auch eine Stadt, die heißt so, ne? Vom Blackrock. Anscheinend ist einer von den Gründern von diesen Dunkeleisenzwergen heißt anscheinend so, kann ich mir vorstellen. Aber in den Dunkeleisenzwerg-Lore bin ich nicht so weit drin. So ein bisschen kenne ich mich schon mit Lore aus, aber jetzt nicht so in den Bruder von der Schwester von irgendwas. Also so tief bin ich nicht drin. Eher so die Main-Lore und so ein bisschen drumrum vielleicht noch. Weil Dunkeleisenzwerge ist eigentlich ganz interessant mit diesem riesen Berg und dem Ganzen, ne? Und die Zwerge mal wieder zu tief gegraben und den Ragnaros ausgebuddelt. Jetzt, wo wir hier sind, in Firelands, ist ja die Elementarebene. Also da ist ja, wo man Ragnaros wirklich töten konnte. Oder kann. So, und jetzt kommt er wahrscheinlich raus, oder? Ihr seid verdammt Schreiter, okay. Wir Dunkeleisenzwerge lassen nichts anbrennen. Ausgenommen die Kohle in unseren Schmieden natürlich.
Ja, der wollte den Ragnaros zurückbringen, okay. Und jetzt? Ah, okay. Okay, ich dachte, ich muss jetzt noch mehr Mobs töten, aber ich muss jetzt hier einfach diese Energie absorbieren. Ich dachte, Ragnaros ist jetzt endgültig tot. Anscheinend kann man immer noch mal wieder beleben, okay. Nicht, dass Ragnaros ein drittes Mal wieder auftaucht. Weil wir haben ihn ja das erste Mal in Molten Core gekillt. Und dann, also da nicht wirklich, weil er ja nicht in der Elementarebene war. Und dann hat man ja in den Firelands gekillt. Und da dachte ich, dass es endgültig aus ist mit ihm, ne? Weil in der Elementarebene kannst du ja eigentlich die Elementare umboxen. Was wollt ihr von mir? So, Feuerlande haben wir fertig. Ich habe wenig Geduld. Ihr steht vor Moira, Regentin des Dunkeleisen-Clans. Und jetzt geht's wieder rein, einmal in den Schwarzfels. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Achso, jetzt sehe ich das gerade erst. Nee, ich habe die Dings habe ich noch nicht, das Ingi-Mount, leider. Aus dem Riesenflöz. Das muss ich mir auch noch holen. Das muss ich mir auch noch holen. Eines Tages wird mein Sohn Herrscher der Dunkeleisen-Zwerge. Und vielleicht auch über ganz Eisenschmiede. Ah, schau mal an. Gut. Die Schmiede haben wir jetzt hochgebastelt. Jetzt gehen wir mal zurück nach SW und dann kriegen wir unser Mount, so wie es aussieht. Und dann kann ich mir anscheinend auch ein Dunkeleisenzwerg basteln. Zumindest müsste ich jetzt fertig sein. Aber die hat es doch ganz schön lang gedauert, ne, die Questreihe. Gut, du hast halt eine Instanz drin. War aber eine coole Geschichte. Vor allem das in der MC mit dem Fahrzeug. Königin Regentin Taurisan, es freut mich, euch wiederzusehen. Ebenfalls, König Vrin. Eure Position im Rat der drei Hämmer hat geholfen, Ordnung und Stabilität in Eisenschmiede aufrechtzuerhalten. Und obwohl die Dunkeleisenzwerge bekannt sind für ihre Unabhängigkeit, steht die Hingabe und Loyalität eures Volkes außer Frage. Ja. Dennoch haben wir euren Clan nie offiziell dazu eingeladen, der Allianz beizutreten. Ein Fehler, den ihr mir hoffentlich erlaubt zu korrigieren. Ach, kein Problem, Majestät. Reine Formsache. Reine Formsache. Die Dunkeleisenzwerge nehmen eure Einladung an. Mein Glaube ist mein Schild. Für die Allianz. Was wollt ihr von mir? Wunderbar. Wunderbar. So, und dann haben wir unseren Gaul. Jetzt gucken wir uns den mal an. Warte mal, wie hieß denn das Ding jetzt? Dunkel. Kann das nur ein Dunkeleisenzwerg reiten? Kann das sein? Diesen Dunkeleisenkernhund? Dunkeleisenkernhund, anscheinend, ja, weil hier in der Liste habe ich ihn jetzt gar nicht. Nee. Kernhund. Ne, dann kommt nur der alte Kernhund. Also ich nehm mal. Ja, Gaul ist. Für mich sind alle Mounts Gaul. Ein Gaul, ne? Okay. Ne, anscheinend kann er nur Dunkeleisenzwerg lernen. Achievement haben wir eingetütet. Mount haben wir theoretisch auch. Lernen, du Dödel. Ah, oh. Ah. My bad. Ich dachte, dass ich ihn automatisch hab. Ja, okay. Dunkel. Jetzt kann man doch noch angucken. Ah. Ja, gut. Es ist quasi ein Kernhund, bloß irgendwie abgeschnitten. Der läuft ja lustig. Ich weiß nicht, für mich sieht das Ding aus wie ein halber Kernhund. Aber hat was. Hat was. Okay, ja, jetzt habe ich ihn auch gelernt und jetzt haben wir ihn, den Dunkeleisen-Kernhund. Jetzt muss ich quasi dann demnächst noch die Magar-Quest-Reihe spielen. Schau mal, da hat noch einer das Ding. Die Magar-Quest-Reihe spielen, sobald ich die Eidgebunden bei der Horde auf ehrfürchtig hab. Und ja, dann sind wir wieder mit den zwei verbündeten Völkern mit der Pre-Quest durch. Ich werde jetzt demnächst mal anfangen, Dunkeleisenzwerg zu leveln. Wird aber sich nur ein bisschen ziehen, weil ich nur einiges an die Tiefen Zeug auf Max-Level offen habe. Gut, mit dem kleinen Dunkeleisen-LP hier soll es das gewesen sein. Ja, mich hat's gefreut, dass ihr bis jetzt dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Tila. Bis dann. Ciao.